Hallo, liebe Fußballfreunde. Unsere Regionalliga-Mannschaft stand nach fast 5 Monaten wieder auf dem Platz und bestritt ein Vorbereitungsspiel bei Hassia Bingen. Ja, wir waren in den ersten 15 Minuten sehr gut im Spiel. Das war schon so, wie ich mir das vorgestellt habe von Anfang an. Da machen wir auch das Tor, das war alles okay. Danach unerklärlich Riesenleistungsabfall. Also von Minute 16 bis 45 haben wir ganz schwach gespielt. Da war ich auch von dem anderen einfach enttäuscht, muss ich sagen. Da hatte ich mir aufgrund der Trainingseindrücke in den letzten 4 Wochen ein bisschen mehr vorgestellt. Ich weiß, es war schwierig heute. Wir haben nur 15 Spieler dabei gehabt. Das war unser erstes Testspiel. Wir haben, glaube ich, mit 4 Spielern von Beginn an gespielt, die aus dem alten Kader sind, mit sozusagen dann 7, 9. Das weiß ich alles, aber trotzdem war diese halbe Stunde in der ersten Halbzeit ganz, ganz schwierig nachzuvollziehen, muss ich sagen. Und in dieser von Arthur Lemm angesprochenen Phase gelang den Gastgebern aus dem Rheingau der 1:1 Ausgleichstreffer. In der zweiten Halbzeit war es dann viel besser. Da haben wir wieder mehr Struktur gehabt, waren ein bisschen torgefällig, haben den Gegner auch gut vom Tor weggehalten, das war okay. Insgesamt bin ich, sage ich mal, semi-zufrieden. Ordentliches Ergebnis, okay. In der 70. Minute erläuft der agile Nils Fischer einen langen Ball und seinen Querpass in die Mitte wird durch einen Hassia-Spieler ins eigene Tor abgelenkt. 1:2 Führung für Bayern Alzenau. In der anschließenden Schlussviertelstunde erspielten sich unsere Bayern wieder Feldvorteile, jedoch ohne die nötige Torgefahr auszustrahlen. So dauerte es bis zur 87. Minute, ehe Neuzugang Maximilian Brauburger den 1:3 Endstand erzielte. Wie gesagt, eine halbe Stunde, über die wir noch reden müssen. Aber gut, dass wir vielleicht auch so ein Spiel haben, wo wir viele Ansatzpunkte haben, weil dann haben wir einfach Dinge, die wir abzuarbeiten haben jetzt in den nächsten Wochen.